echten Welt. Schneit auch hier in Let's Play New Super Mario Bros. Wii der Schnee. Naja, eigentlich sollte dieser Part schon früher gereleased werden, aber ja, ich sag's mal so, ich hab's schon einmal probiert zu filmen, aber ja, also ich sag's mal so, mein Skill war so niedrig in dem Part, dass ich das euch nicht antun will. Und deshalb probiere ich es jetzt aufs Neue. Ignoriert einfach, was alles hier steht. Wir können in diesem Moment nur in dieses Level rein. So wäre es jedenfalls, wenn ich den letzten Part ein bisschen mehr Skill hätte, aber egal. Das Level hier ist etwas ganz Besonderes, denn in dieser Welt gibt es tatsächlich Schalterpalaste. Ihr kennt sie vielleicht von Super Mario 64 oder auch Super Mario World gab es die, glaube ich auch. Dort stammen sie, glaube ich, auch her. Und ja, diese umstrittenen Dinge, die sind immer die Blöcke, die eigentlich dort wären, aber sind halt nicht dort, weil der Schalterpalast nicht aktiviert ist. Und es ist halt unsere Aufgabe, den Schalterpalast zu aktivieren. Aber dafür müssen wir zuerst mal zu ihm herkommen und dafür müssen wir das Level normal abschließen. So, ich werde natürlich auch die Starcoins sammeln. Ich habe sie zwar schon gesammelt, wegen genanntem Grund, aber ich werde sie jetzt trotzdem nochmal sammeln. Um, ja, euch zu zeigen, dass ich es einfach kann. Okay, gut. Dann ist schön, dass wir es jetzt endlich verstanden haben. Das tut mir wirklich sehr leid, aber ja, ich hätte euch halt auch nicht den Part geben können, weil ganz ehrlich, es hätte euch einfach nur gelangweilt, weil mein Skill war einfach so niedrig. Das hat keine Ahnung, 40 Minuten lang gedauert und ich hing 30 Minuten lang an einem komplett einfachen Level. Ganz einfach, weil ich gegen Ende einfach viel zu frustriert war und ich konnte einfach nichts. Und ja. Naja, in diesem Part wird hoffentlich alles besser laufen. Damit ich nicht wieder einen zweiten Part aufnehmen muss. Das wäre sehr nett von mir, wenn ich genug Skill hätte. Und ja, die drei Starcoins haben wir jetzt schon. Das können wir freundlicherweise am Applaudieren erkennen. Normalerweise würden wir es zwar auch dort oben sehen, aber diesmal sehen wir es halt nicht. Aber egal, Hauptsache wir erkennen es überhaupt. Ja, und bevor ich das hier begonnen habe zu spielen, wollte ich natürlich wissen, ja, ist jetzt mein Skill besser geworden oder nicht? Und naja, dazu habe ich einfach mal das schwerste Level im Spiel gespielt, nämlich 9-7. Und ja, ich sehe hier richtig, wir haben einen Secret Exit erreicht. Und das ist auch richtig so. Also keine Angst. Wir werden den normalen Exit erst erreichen können, nachdem wir den Shuttle Class aktiviert haben. Also was wollte ich sagen? Also ja, wie auch immer. Dann kämen wir zu diesem Level hier. Bei diesem Level gibt es auch ein sehr interessantes Video. Aber das seht ihr. Oh. Ja, ich glaube, man sieht, dass ich bei diesem Level hier sehr oft gestorben bin. Deshalb kam sogar dieses Hilfeding, aber ich habe es zum Glück nicht angenommen, denn sonst hätten wir keine glitzernden 5 Sterne haben können mehr. Und der Grund lag einfach darin, Mario hat dieses Ding hier, das Propeller-Ding hier, immer einfach ohne Grund weggeworfen. Keine Ahnung. Und deshalb halte ich jetzt den 1-Knopf richtig hart fest, damit ihr ja nicht auf die Idee kommt, wieder solche Dummheiten zu machen. Ja. Das hier ist, glaube ich, das erste, also die erste Starcoin. Gut. Nein! Nimm das Ding auf! Was machst denn du hier wieder? Und ihr könnt sehen, hier gibt es auch Schalterpalast-Support. Und ja, was soll ich sagen? Ja, stimmt. Ich habe das schwerste Level im Leben ausprobiert
Ich meine, im Spiel. Und das ist 9-7. Und das ist auch ziemlich schwierig. Und ich merke gerade, ich muss das Ding ablegen. Ja, ich hab in letzter Zeit halt sehr oft Mario Maker gespielt. Und deshalb bin ich jetzt nicht mehr so vertraut mit dem Spiel. Aber egal, ich habe auf jeden Fall 9-7 probiert. Das schwerste Level im Spiel. Und das habe ich dann im First Try geschafft. Mit allen drei Star Coins. Und danach habe ich hier gedacht, jupp, ich habe meinen Part raus. So, und wir haben hier in der Zwischenzeit auch den Schalterpalast erreicht. Und dann geht es jetzt wieder in dieses Level, denn es gibt hier einen Secret Exit und man kann die letzten beiden Star Coins nur erreichen, indem man das Level nochmal spielt, aber auch mit dem Schalterpalast. So, das machen wir jetzt auch. Und bei diesem Abteil hat sie eben so viele Probleme. Ich weiß wirklich nicht wieso. Ist überhaupt nicht schwierig eigentlich. Wirklich. Also mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn ich den First Try schaffen würde, weil das ist eigentlich normal. Ich weiß wirklich nicht, was mit mir durchgegangen ist. Ja. Und das schwerste Level ist halt wirklich schwer. Und das wird dann auch sofort erkennen, wenn das Level beginnt. Ich sag's mal so, und das Level normal beginnt. Ah ja, übrigens, ich hab's. Das First Try habe ich mit keinem Item geschafft. Also ich bin als kleiner Mario reingegangen. Ja, reingegangen. Und ich habe dort einfach alle drei Star Coins geholt, hab das Level dann auch beenden können. Läuft bei mir, würde ich mal sagen. Also das Level normal betreten zu können, ohne eben sein Item oder den Propellerpilz oder was auch immer, muss man nämlich einen Triple Jump ausführen. Direkt ganz am Anfang. Aber ihr werdet es dann schon sehen, wenn ich spiele. Oh, und das ist mir auch 1000 Mal passiert. Das hasse ich einfach so. Ich möchte dann die Propellerkiste aufnehmen. Und was macht Mario? Er nimmt das Eis auf. Und das wird so oft passiert und das hasse ich einfach bei dem Level. Und es gibt auch keine Checkpoints. Versteht ihr jetzt, wieso ich das Level hasse? Ich hoffe es. Naja. Wir werden es aber wahrscheinlich diesmal schaffen. Was? Nimm den Propellerpilz. Nimm ja den Propellerpilz. Okay, gut. Dann können wir jetzt nämlich zum einen mit diesem Block hier fliegen. Aber ich lege ihn auch wieder weg, weil der macht mir einfach nur Probleme. Um ganz ehrlich zu sein. Jetzt gibt es hier aber auch eine Challenge, die ich mir selbst ausgedacht hatte. Ich werde sie aber nicht machen, keine Angst. Nämlich wird man ohne die Plattform versuchen, ganz hoch zu kommen. Und das kann man schaffen, mit dem Schalterpalast. Vielleicht auch irgendwie ohne Schalterpalast, wenn man gestört ist oder so. Aber naja, probiert selbst gar nicht. Falls ihr euch fragt, ob ich euch am Ende die Videos zeigen werde, die man mit der Star Wars freischaltet, ja, das werde ich. Denn da ist manchmal ziemlich epischer Skill mit dabei. Und den möchte ich euch ja nicht vorenthalten. Ich finde auch das Endcastle in dieser Welt ziemlich cool. Versteht ihr? Cool wegen Eis. Und diesmal müssen wir uns keine Sorgen drum machen, dass Mario dieses Ding nicht aufnimmt. Ja, jetzt sind wir ganz die Pros. Und wir nehmen uns die Star Coin auch noch damit. Also ja. Eigentlich ist das Level wirklich nicht schwierig, muss ich zugeben. Es war einfach nur ein Zusammenspiel aus sehr vielen nicht so schönen Situationen. Und nach einer Weile war ich halt einfach nur frustriert und ich wollte schnell raus und ich habe nicht mal aufgepasst und ja, ihr wisst ja hoffentlich, was dann passiert. So, aber bis jetzt läuft es ganz gut. Wir könnten es jetzt schaffen. Jetzt bloß kein Loop-Fehler. Aber es sollte eigentlich nicht. Oh oh!
Wir haben den Propellerpilz verloren. Okay, okay. Jetzt einfach nur ins Ziel. Das ist nicht so schwierig, Mario. Das ist wirklich nicht so schwierig. Einfach nur ins Ziel. Und das geht auch nicht hin und vor uns. Doch, das tut es. Und wisst ihr was? Ich bin ganz der Coole. Und ja, ich weiß, wieso ich cool sage. Ich bin ganz der Coole und erreiche auch noch das One-Up und riskiere runterzufallen. Aber das passiert mir nicht so lieb. Und wir holen uns unseren Preis, nämlich einen Stern. Oh yeah! Und du musst leiden, Toads. Nein. In den meisten Mario-Spielen kann man die Toads leiden lassen, aber in diesem wohl nicht. Da wollte Nintendo wohl kinderfreundlich sein. Weiß ja nicht. Das wird schon der Grund dafür sein. Man kann keine Toads töten. Was ist das für ein Spiel? Das ist der einzige Grund, weshalb ich Mario spiele. Toads töten. Dort kann ich meinen Wünschen freien Lauf lassen. Dort muss ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich Leben auslösche. Das ist, wofür das Spiel da ist. Man spielt Mario nicht für das Jump'n'Run oder irgend so etwas Dummes. Nein, man spielt es, um Toads zu mördern. So grausam ist die Welt. Oh, dieser Hammer. Boah, Ro wurde auch ganz brutal getötet. Muss ich schon sagen. Und wir Penguins sliden rüber. Ohoi! Ich darf dann auch noch auf diesem Eisding, welches in der Luft steht. Das kann man nämlich machen. Das ist auch ganz cool. Ich liebe das Spiel einfach. Es macht so viel Spaß. Nein, Goomba, du verdirbst mir heute nicht meinen Spaß. Und man kann die Runden auch abkürzen. Jetzt, wo wir den Secret Exit haben. Und sliden! Woohoo! Und vielleicht in eine Top Secret Area. Und hier mördern weitere unschuldige Lebewesen. Wie grausam wir das sind. Und ich glaube, man hätte den Eisblock vorschicken und dann mit Ice Mario dingseln müssen. Egal. Okay, ich probiere wieder das One-Up zu kriegen. Dies wird allerdings diesmal wahrscheinlich wohl nicht passieren. Nein, ich hätte vielleicht einen Triple Jump machen müssen, aber ist doch auch egal. Mario Time. Okay, dann können wir doch relativ schnell zum Castle. Wenn wir das auch schnell hinkriegen, dann können wir sogar vielleicht mal in das erste Level der vierten Welt reinschauen. Oder mal alle Level betreten, die wir noch nicht betreten haben. Wie zum Beispiel Toadhäuser. Denn man muss jedes Level betreten, um die 100% zu haben. Also die 5 glitzernden Sterne. Und die wollen wir haben. Denn, ich meine, wer spielt das Level? Wer rennt einfach durch Mario durch? Also, ich meine, es ist das erste Mal, wenn man es spielt. Wer rennt einfach durch? Niemand! Und hier sollte ich jetzt nicht sliden, weil es ist eine ganz coole Sektion. Und hier gibt es Schlangenbahnen. Oh mein Gott, war das dumm. Das war jetzt wirklich dumm. Unnötig meinen Pinguinanzug verloren habe ich. Aber hier ist gleich der nächste. Und diese Bälle fand ich immer ganz cool. Da wurde man einfach in die Lüfte geschickt. Und das ist hier das erste Mal, wenn man das hier spielt, da weiß man noch... Wow! Lass dich durch! Oh, ist ja gut.
jetzt schon, ich werde irgendwie dort runtergeschoben und verliere wieder meinen Pinguinanzug. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, diese Bonbons sollte ich wohl lieber nicht freezen. Ich frage mich übrigens, ob man Bombs sliden kann in dem Spiel. Ja, man kann's. Oh yeah. Ihr müsst wissen, es gibt so einen individuellen Trick in Mario Maker. Oder, ja, wie ich gerade gesehen habe, auch hier. Man kann nämlich über Stacheln oder irgendetwas, über das man normalerweise nicht drüber laufen könnte, so mit einer Bombe rübersliden, ohne dass man den gefährlichen Boden berühren muss. Ich frage mich übrigens auch, ob es hier auch noch Shell Jumps gibt. Das sind nämlich auch individuelle Tricks in Mario Maker. Und vielleicht noch hier. Aber wahrscheinlich nicht. So, um das hier zu bekommen, sollte man sich hier fallen lassen. Ich brauche zwar jetzt kein Item, aber wenigstens kann man damit diese Sektion dort drüben überspringen. Und das war auch was. Oh, und hier muss man auch ganz schnell sein. So, würde man einen Award dafür bekommen, für Dummheit, dann hätte ich ihn gerade jetzt auf jeden Fall bekommen. Was war bitteschön das? Ich war gerade vor dem Ziel. Alles lief so schön, alles lief zuckerweiß. Oh no! Aber nein, das war eben so ein kleiner dummer Sprung ausführen. Was geht noch? It's a good time! Es lief gerade so gut. Wir sind durch Level, jedes Level so butterweich durchgeschlittert. Und dann das. Jaha. Ich bin zwar grundsätzlich gut im Spiel, aber ich würde mal sagen, ich bin nicht wirklich solide darin. Und wieso muss ich jetzt diesen Bonbon mitnehmen? Na gut, der stirbt eh viel genug. Na egal, jetzt brauchen wir aber dieses Power-Up und wir wissen zum Glück, wie wir es bekommen können. Weil ihr dem guten alten Kerzstück zugehört habt, oder? Wow! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich dort wirklich hochkomme, aber ich habe es einfach mal probiert. Und es hat sich gelohnt. Okay, jetzt hochspringen. Hoch, Mario. Hoch, ja? Hoch. Du lernst hier wichtige Lektionen fürs Leben. Hoch. Übrigens, glaubt ihr es? Ihr kennt doch bestimmt alle Harry Potter, oder? Ja, bestimmt kennt ihr es. Du kennst doch diese eine Wesenfliegenlehrerin. Und die ist doch Madame Hoch. Jetzt im Englischen heißt sie natürlich Madame Hooch. Und ja. Als ich es eben gelesen habe, habe ich gedacht, ja, okay, das macht Sinn. Man fliegt und wenn man fliegt, ist man hoch. Aber das stimmt gar nicht. Oh, und ich glaube, hier runter zu gehen war ein Fehler, denn die Feuerblume finde ich, ja, beim Bosskampf doch sehr gut. Denn da kann man ihn wirklich befeiten. Und jetzt das typische Triple Jump Theater. Wie viele schaffe ich heute? Ja. Okay, fast zwei. Ich habe übrigens nie in meinem Leben drei geschafft, aber ich glaube, man kann es schaffen. Und wieder kommt die alte Hexe und verzaubert Lemmy. Und damit wird er zum großen Lemmy. Ich finde übrigens die letzte Form dieses Kampfs mega episch. Dort, wo es so einen extrem großen Ball hat. Also größer als jetzt. Übrigens, sieht mit seinem Feuerball zu besiegen, ist sehr schwierig. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das versuchen werde. Wow, was machst du denn da?
chill doch mal. Nur damit ihr das hier versteht. Das, was ich hier mache, ist komplett freiwillig. Wow. Ich mach mal einen auf Super Mario Run und renne die ganze Zeit. Oh mein Gott, wie groß ist er jetzt? Oh! Wie können wir ihn los besiegen? Mason ist jetzt einfacher, ihn zu besiegen. Oder sie. Keine Ahnung. Nein! Okay. Also eigentlich wollte ich dich viel mit Fallbällen besiegen, aber... Alter! Wie sie einfach alle meine Bälle auf... abgewehrt hat. Ich wirf einen Feuerball und sie wirft einen normalen Ball und wirft mich ab. Ich wirf noch einen Feuerball und sie wirft die Wiesel ab. Nein, warte, ich habe keine Feuerbälle geworfen. Ich habe Stampfattacken eingesetzt. Stimmt, weil sie viel zu gemein war. Und sie hat keinen ähnlichen Kampf verdient. Oh, 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 oh. Rest in peace, Lemmy. Lemme! Okay, gut, dann würde ich mal sagen, besuche ich ein, zwei Orte, die ich noch nicht besucht habe und die ich besuchen muss. Das wäre zum Beispiel als erstes mal das hier. Das muss ich einmal besucht haben. Oder muss man die Toadshäuser besuchen? Ich glaube sogar fast nein. Okay, gut, dann schauen wir mal, ob ich die 5 Sterne nicht bekomme oder schon. Wenn ich die nicht bekomme, dann werde ich halt einfach mal, keine Ahnung, alle Toadshäuser abchecken und die Kanonen müssen wir auch irgendwann mal besuchen. Aber doch nicht jetzt. Es gibt Spoiler. Okay, also bis zum nächsten Part und macht's gut. Tschüss.